Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 94 Grad. Level 256 sind wir angekommen. Wir sollen das TomTom suchen. Ich würde das TomTom vielleicht da hinten tippen. Oder war es jetzt da hier das vielleicht mal? Ich weiß nicht, welches ich jetzt schon hatte, welches jetzt schon eine Bedeutung hatte. Nee. TomTom wird ja bestimmt zwei Dinge sein. Das ist das bestimmt TomTom. Nee, auch nicht. Okay. Das ist dann TomTom? Nee, aber es wird wärmer. Das ist ein. Ne, es ist eine Trommel, würde ich sagen. Das war irgendwie das Django, glaube ich. Vielleicht das hier ein TomTom. Naja. Ne, heiß noch. Ist da dahinter noch was? Ist das ein TomTom? Ne, ist das was anderes oder ist das gleiche? Okay, ist was anderes. Willst du mich verarschen? Wie kann das da hinten bitte rot sein? Vielleicht die hier? Okay, das ist also ein TomTom. Das sind zwei unterschiedliche Geräte. England! Müsste das nicht das da sein? England? Oh Gott, eiskalt. Eiskalt. Nein, nicht da, okay. Ich wollte schon sagen, ich setze die Pin nicht nochmal dahin. Der hatte meine Bewegung gerade nicht gesehen. Ein Kegelchen! Ein Kegel hat man doch schon mal, oder? Kegelchen? Ist nicht mal ein Kegel, oh Gott, ist das traurig. Ist das da drüber? Sind das einzelne Flächen? Bin ich doof? Das ist aber auch kein Kegel. Jetzt bin ich am Stocken. Das ist doch ein Zylinder hier, oder nicht? Das Ding hier. Das ist eine Pyramide. Ach, eine Kugel, kein Kegel, oh mein Gott. Oh mein Gott, lern lesen, du Idiot. Oh Gott, das ist kein Kegel, das ist eine Kugel gewesen, die gefragt war. Okay, Select habe ich am letzten Mal schon erklärt, welche einzelnen Button hier für was stehen. Oh Gott, lern lesen, wirklich. Oh, Trottel. Oh, nee. Oh, nee, Leute. Nee, da muss ich jetzt... Ich habe nur noch vier Pins, das ist ja auch doof. Das ist ja auch kacke. Dann nehme ich wirklich mal einen Würfeljoker dafür. Weil ich habe jetzt echt keine Lust, hier 20 Pins rauszuhauen. Eins, komm, eins, eins. Oh, gut, eins wäre optimal gewesen. Das heißt, ich habe sowieso drei Pins. Bremen ist ganz rechts nicht. Da würde ich es auch nicht mit Bremen auf hier oben tippen. Hätte ich Ewigkeiten suchen müssen. Grün von Google. Scheiße, ich habe schon wieder nicht hier. Irgendwas von Google. Da ist was grün? Überlegen, überlegen. Ich weiß nicht mal, wie das andere war. Ich schau mal ganz kurz was. Nee, ich will jetzt auch nichts holen, ist ja auch doof. Dann cheat ich ja grün bei Google. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Da ist was grün? Vielleicht ein L. L oder E ist grün. Das müssen so abseitige Buchstaben sein, die man sonst nie anguckt, weil sie nur einmal vorhanden sind. Ja, das ist L halt. Okay. Baustelle. Ja, ist das da unten? Ist ja logisch. Sollte eigentlich jeder kennen. Gerade auf Autobahnen sieht man das sehr oft. Und unser letzter Pin gilt dem Level 263, die Elfenbeinküste. Oh Gott. Elfen. Also ich würde sagen, entweder Elfenbeinküste ist in diesem Bereich oder hier unten in dem Bereich, irgendwo so im südlichen. Aber ich würde sagen, Elfenbeinküste ist hier hinten. Und zwar würde ich es entweder als das oder das tippen. Oder ist hier hinten. Ein ganz kleines Land war es gewesen. Ganz kleines Land. Das ist die Frage, wo tippen wir? Elfenbeinküste. Ich hatte das auch schon mal gehabt. Ich bin auch sehr verlockt, hier hinten zu drücken. Entweder 1, 2 oder doch das ganz kleine hier hinten. Eins von den Vieren ist es. Bestimmt. Ich sage, es ist das.
Oh, so knapp, das ist das daneben. Das da ist es wahrscheinlich. Das hier oder das hier. Oder das da. Ach scheiße, ich habe mir genau das Mittelste rausgenommen, wo ich mir nicht denken kann, wo es sein könnte. Oh mein Gott, ist das traurig. Na gut, aber wir machen im nächsten Part hier weiter, weil ich keine Pins mehr habe. Level 263, die Elfenbeinküste. Ach, ist das scheiße, ey. Ich hätte gedacht, ich hole noch ein paar Punkte, aber nee, ist leider nicht, ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen von 94 Grad. Bis dann, Leute. Ciao.